Ja, damit herzlich willkommen zu den aktuellen Nachrichten des Tages. Durch den Angriff auf die Ukraine durch Russland ist der Krieg in Europa angekommen. Es ist die erste kriegerische Handlung nach dem Zweiten Weltkrieg auf europäischem Boden. Deutschland reagierte von mehreren Stellen auch mit Statements. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte unter anderem dazu, der russische Angriff auf die Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Er ist durch nichts zu rechtfertigen. Deutschland verurteilt diesen rücksichtslosen Akt von Präsident Putin aufs schärfste. Unsere Solidarität gilt der Ukraine und ihren Menschen. Russland muss diese Militäraktion sofort einstellen. Im Rahmen der G7, der NATO und der EU werden wir uns heute eng absprechen. Dies ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa. Ja, und so versuchen Menschenmassen aus der Ukraine zu flüchten. Die Bundesregierung habe den Nachbarländern dazu schon die volle Unterstützung zugesagt. Auch Deutschland selbst bereitet sich nun auf eine Flüchtlingswelle vor. Derzeit würde mit den Bundesländern gesprochen, wie viele Flüchtlinge jedes Land aufnehmen könne. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen sicherte dem Nachbarland Polen bereits eine enge Zusammenarbeit der Aufnahme von Vertriebenen zu. An mehreren Stellen in Deutschland zeigen viele Bewegungen ihre Solidarität mit der Ukraine, auch in Frankfurt oder möchten Friedensbewegungen Solidarität mit der Ukraine zeigen. Dazu soll am Freitag eine Demo an der Friedensglocke um 16.30 Uhr stattfinden. In Frankfurt-Oder fand im vergangenen Jahr eine Befragung der Senioren statt. Diese diente dazu, für die zukünftige Planung in verschiedenen Bereichen Fakten auf dem Tisch zu haben. Nun gibt es auch in der Stadt Besko eine Bürgerbefragung. Ziel ist es, die Lebensverhältnisse zu verbessern und dazu sollen die Bürger einbezogen werden. Um einen Anreiz zusätzlich zu schaffen, gibt es sogar Gewinne. Einmal 1000 Euro und dreimal 500 Euro. Jedoch geht das Geld nicht an die Teilnehmer, sondern an einen Verein der Wahl des Teilnehmers. Die Befragung wird auch geheim durchgeführt. Am 28. Februar ist der letzte Arbeitstag von Norbert Manteuffel, dem Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehren Eisenhüttenstadt. Ab dem 1. März tritt er seinen Ruhestand an. Seine Laufbahn. In der Verwaltung begann er 1991. Dann folgte die Ernennung zum Hauptbrandmeister sowie die Verbeamtung auf Lebenszeit. Dann kam der Posten des Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Eisenhüttenstadt. Seit 2012 war er Leiter der hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr. Sein Nachfolger als Wehrführer wird Ralf Michalski. Wir haben ihn zu seinem neuen Posten befragt. Noch sind es die alten Räume, in denen die Feuerwehrkräfte in Eisenhüttenstadt untergebracht sind. Dort sitzt auch Ralf Michalski. Er soll ab März die Geschicke der Feuerwehr in der Stadt leiten. Mein Name ist Ralf Michalski. Ich bin im 36. Lebensjahr und bin demnächst dann der Stadtwehrführer und Leiter der hauptberuflichen Kräfte für die Stadt Eisenhüttenstadt. Dieser Posten hat eine Doppelfunktion. Es ist eine Doppelfunktion insofern, dass wir einmal den ehrenamtlichen Bereich abdecken, den Führer, den äh, Wehrführer für die äh, ehrenamtlichen Kräfte und den Leiter der hauptberuflichen Kräfte für die hauptamtlichen Kräfte. Das Ganze in Personalunion, einmal als für die Stadt als Bereichsleiter, für den Bereich Brandschutz und Feuerwehr und eben als komplett dann als Stadtwehrführer, als ehrenamtlicher Posten. Darüber wurde in der Feuerwehr diskutiert und auch abgestimmt. Die Doppelfunktion soll erhalten bleiben. Ralf Michalski hat seinen Werdegang von den freiwilligen Kräften zur Berufsfeuerwehr absolviert. Ich persönlich bin seit der Feuerwehr, seit dem Jahr, in der Feuerwehr seit dem Jahr 2003 äh, dort angefangen in der Freiwilligen Feuerwehr in Briscoe-Finkenherd und seit 2012 in der Freiwilligen Feuerwehr Eisenhüttenstadt. Dort ähm, bin ich dann zu den hauptberuflichen Kräften gestoßen im Jahr 2012 und habe dann entsprechend meinen normalen Werdegang B1, B3. B4, das ist dann die Ausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst, absolviert, so dass ich jetzt dieses Amt demnächst bekleiden kann. Zu den normalen Aufgaben hat er nun auch den Umzug in die neue Feuerwache zu organisieren. Also neben dem wirklichen alltäglichen Dienstbetrieb, wo mich die ähm, Schichtführer stark unterstützen, wo mich aber auch die Kameraden im ehrenamtlichen Bereich wirklich tatkräftig unterstützen, äh, auch da haben wir schon perspektivisch mit dem Einzug in die neue Feuerwache eine neue Führungsstruktur geschaffen. So dass mich da dann entsprechend zukünftig auch der Stellvertreter, der Sven Koch kfd unterstützen wird. Und äh, auch die Zugführer, die wir dort eingesetzt haben für bestimmte Bereiche Ausbildung, äh, Technik und so weiter und so fort, äh, die mich da wirklich unterstützen. Äh, haben wir jetzt natürlich das. Große Aufgabengebiet des Umzuges zu meistern, dass wir während des ganzen Umzuges auch komplett einsatzbereit bleiben. Das ist also wirklich organisatorisch ähm, da entsprechend um, so umzusetzen. Wir müssen die ganze Technik aus den Löschzügen Fürstenberg-Innenstadt in, in die neue Feuerwache bringen und äh, trotzdem komplett jederzeit, Tag und Nacht für die Bevölkerung der Stadt Eisenhüttenstadt weiterhin da sein. Ne? Voraussichtlich soll der Umzug in die neue Feuerwache im Mai beginnen. Dann soll dort alles schnell einsatzbereit sein. Also wir hoffen, und so ist es eigentlich geplant von unserer Seite, wir haben da auch gesagt, wenn, dann möchten wir ähm, als Feuerwehr eine Feuerwache haben, wo wir. Mit Arbeiten können, wo wir ohne Einschränkungen arbeiten können. Weil wir können nicht sagen, wir lassen ein Auto stehen und nehmen das andere, weil gerade da noch gepflastert wird oder sonst irgendwas. Wir sind eigentlich so reingegangen in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, dass, wenn wir dort einziehen, auch alles fertig ist. Ein Bühnenbildmodell. Na, das haben wohl die wenigsten von uns schon einmal gesehen. Die fertigen Bühnen und die Kulissen hingegen schon. Doch lange vor Probenbeginn werden maßstabsgetreue Bühnenbilder dreidimensional aber verkleinert dargestellt, quasi wie ein Puppenhaus. Darüber hinaus können auch Szenenwechsel und Aspekte der Beleuchtung simuliert werden. Rund 30 dieser Bühnenmodelle aus sieben Jahrzehnten Theatergeschichte zeigt nun die Sonderausstellung Bühnenwelten des Kleist-Museums in Frankfurt-Oder. Ein Großteil der Modelle wurde angefertigt für DDR-Inszenierungen zum zerbrochenen Krug, dem bis heute meistgespielten Stück des in Frankfurt an der Oder geborenen Dichters Heinrich von Kleist. Die Ausstellung startet ab dem 1. März. Brandenburg war im vergangenen Jahr besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Das geht aus einer Analyse der Barmer zu den Krankschreibungen im Jahr 2021 hervor. Demnach erreichte die Corona-Welle in der Woche vom 13. bis 19. Dezember ihren Höhepunkt. Von 10.000 Barmer-Versicherten in Brandenburg waren in dieser Woche 104 Menschen krankgeschrieben. Im Bundesdurchschnitt waren es gerade einmal 59 Personen. Laut der Kasse würden jedoch die Krankschreibungen in Brandenburg deutlich über dem Bundesschnitt liegen. Im Verhältnis vom Sommer zum Winter hat sich die Zahl der Krankschreibungen um das Siebenfache erhöht. Weiter geht hervor, dass durchgängig mehr Frauen als Männer wegen Corona krankgeschrieben wurden. Ja, und das waren sie die aktuellen Meldungen des Tages.